diesem Video wird eine Auswahl von Themen und Fragestellungen zum Thema Intelligenz im Zusammenhang mit der Psychologie besprochen. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen, was man unter dem Begriff Intelligenz verstehen kann. Dementsprechend gibt es auch mehrere Definitionen. Ein mögliches Verständnis von Intelligenz ist folgendes. Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst. Die Fragestellungen und Antwortmöglichkeiten derjenigen, die den entsprechenden Test entwerfen, geben vor, was man unter Intelligenz verstehen kann, was eben Intelligenz ist und wie diese konkret gemessen werden soll. Wer die Anfordernisse des Tests nicht bzw. weniger gut erfüllen kann, ist in diesem Sinne auch weniger intelligent. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welche Anforderungen an einen Test gestellt werden müssen. Da wäre zu einem die Reliabilität. Ein Test muss zuverlässig sein. Die Ergebnisse müssen reproduzierbar, also wiederholbar, eindeutig und widerspruchsfrei sein. Eine weitere Anforderung an einen Test ist die Validität. Ein Test muss gültig sein. Es muss das gemessen werden, was gemessen werden soll. Ein weiteres Merkmal für einen Test ist die sogenannte Standardisierung. Die Fragestellungen bzw. Aufgabenstellungen dieses Tests müssen einheitlich sein. Es muss dementsprechend gleiche Anweisungen für alle Testteilnehmer, Testteilnehmerinnen geben. Erste Versuche im Sinne der Psychologie genauer zu erfassen, was man unter Intelligenz versteht, gibt es bereits im 19. Jahrhundert. Francis Galton gilt als ein Pionier der Intelligenzforschung. Er unternimmt erste Versuche der Intelligenzmessung. Galton geht davon aus, dass Intelligenz vererbt wird und damit angeboren ist. Galton ist ein Anhänger der Eugenik. Er meint, dass eine Verbesserung der Intelligenz einer Bevölkerung vorwiegend über die Steuerung der Wahl des Fortpflanzungspartners, also mittels Zuchtwahl, erfolgen könne. Diese Vorstellung liegt der Annahme zugrunde, dass intelligente Menschen in der Regel auch intelligente Kinder haben. Es geht letztlich aus Sicht der Vertreterinnen und Vertreter der Eugenik darum, dass sich möglichst nur intelligente Menschen vermehren sollten. Alfred Binet entwickelte nach heutigem Verständnis den ersten Intelligenztest. Er entwickelte Test-Items, also Testaufgaben, für seinen Schuleignungstest, den er 1905 erstmals durchführte. Er verwendete erstmals die Begriffe Intelligenzalter, abgekürzt IA, und Lebensalter, abgekürzt LA, im Zusammenhang mit der Testung der Intelligenz. Das Intelligenzalter bezeichnet den typischen Entwicklungsstand für ein bestimmtes Alter. Es wird damit festgelegt, was ein Kind einer Altersgruppe an Fähigkeiten beherrschen sollte. Der Begriff Lebensalter steht für das tatsächliche Alter des Menschen. Wenn beispielsweise das Intelligenzalter hinter dem Lebensalter zurückbleibt, ist die Intelligenz dieses Menschen geringer als jene seiner Altersgruppe. Ein weiterer bedeutsamer Entwicklungsschritt war in diesem Zusammenhang unter anderem die Einführung des Begriffs Intelligenzquotient, abgekürzt IQ, und die Altersnormierung der Testaufgaben durch die sogenannten Stanford-Binet-Intelligenztests ab dem Jahr 1937. Die im Test verwendeten Items, also Aufgabenstellungen, wurden normiert. Es wurden vorher getestet, welche der Aufgabenstellungen von der Mehrheit einer bestimmten Altersgruppe tatsächlich gelöst werden können. Der Intelligenzquotient, also abgekürzt IQ, wird mit der folgenden Formel berechnet. Intelligenzquotient, also IQ, ist gleich Intelligenzalter, also IA, dividiert durch Lebensalter, also LA, mal 100. Ein IQ mit dem Wert von 100 ist dann gegeben, wenn das Intelligenzalter dem Lebensalter entspricht. Zwei Drittel der Bevölkerung haben einen Intelligenzquotienten zwischen 85 und 115. Tatsächlich kann festgestellt werden, dass der Stanford-Binet-Intelligenztest
besser von jenen Menschen bewältigt werden kann, die über ausgeprägtere sprachliche Fähigkeiten verfügen. Damit stellt sich die Frage, ob dieser Test valide ist, ob dieser also tatsächlich misst, was er messen soll. Um diesen Schwierigkeiten der Messung gerecht zu werden, wurde beispielsweise unter anderem der sogenannte Wechsler-Intelligenztest entwickelt. Dieser besteht aus einem verbalen, also einem mündlichen, und einem Handlungsteil. Es wurde darüber hinaus ebenfalls ein vergleichbarer Test für Kinder entwickelt. Der sogenannte faktorielle Ansatz geht davon aus, dass die Intelligenz aus mehreren voneinander unabhängigen und statistisch unterscheidbaren Faktoren besteht, beispielsweise verbale, räumliche und logische Fähigkeiten. Es zeigt sich, dass die Festlegung auf eine bestimmte Auswahl an Faktoren und deren Auswertung eine große Herausforderung beim Entwurf eines Tests darstellt. Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass manche Aufgabenstellungen von Intelligenztests nur in einem bestimmten kulturellen Zusammenhang verstanden bzw. beantwortet werden können. So gibt es beispielsweise eine bestimmte westliche Art des Denkens, die eine bestimmte Form des Schlussfolgerns nahelegt.